Live aus dem Main-Tower-Studio in Frankfurt. Petra Neftel. Jawohl, Freitagabend, 18 Uhr, die Woche ist fast geschafft. Willkommen hier bei uns im Main-Tower. Sehr schön, dass Sie da sind und das bewegt Hessen heute. Er steht dazu, er hat gestanden. Der 51-jährige Vater sagt, er habe seine 19-jährige Tochter getötet mit seinen eigenen Händen. Seine Frau, die Mutter des Mädchens, soll von Anfang an eingeweiht gewesen sein. Onkel und Tante sind aber nicht mehr tatverdächtig und wieder auf freiem Fuß. Auch zwei Tage nach dem Fund der Leiche des Mädchens machen die immer neuen Details zur Tat die Menschen in Hessen betroffen. Ganz unglaubliche Geschichte. Die Wetterlage in Hessen, die ist irgendwie eindeutig zwiespältig. Einerseits machen die Schneelandschaften den Menschen ja richtig Freude und sorgen für Spaß in verschiedenster Hinsicht. Und andererseits gibt es wieder von schweren Unfällen zu berichten. Die Straßenlage ist nämlich bei dieser Witterung unglaublich schwierig einzuschätzen. Jawohl, mehr zum Wetter, wie es ganz genau weitergeht, das sehen Sie nachher bei uns in der Sendung. In Willingen, da ist der Trubel los. Skisprung-Weltcup und Partyfeeling. Wir sind gleich live vor Ort, aber zunächst gibt's wichtige Nachrichten aus der Region von Katalin von Draschkuzzi. Dass Trauer und Freude beides wichtige Bestandteile des Lebens sind, das weiß wohl keiner besser als Erhi. Ja, die Welt schaut auf Hessen, zumindest die Wintersportwelt an diesem Wochenende. In Willingen an der Mühlenkopfschanze startet heute der Skisprung-Weltcup. Zum 20. Mal kommen hier die besten internationalen Skispringer zusammen. Und vor Ort ist wieder meine Kollegin Tina Müller. Tina, was passiert gerade um dich herum? Ganz vielen Dank, liebe Tina. Feier schön. Ja, Walter Freiburger aus dem nordhessischen Kelze, der ist am Boden zerstört. Tausende seiner geliebten Bienen sind auf einen Streich tot. Er hat seine Bienenbeuten im Wald bei Kelze stehen und dort, da muss jemand randaliert haben. Zwei seiner Völker sind jetzt nämlich jämmerlich erfroren. Die Arbeit des 63-jährigen Bienenzüchters ist hin und was bleibt, ist pure Verzweiflung. Auf den ersten Blick und aufs allererste Hinhören, da passen die beiden Lebenswelten von Stefan Fink nur ganz schwer nebeneinander. Der Mann aus Wiesbaden, der hat hauptberuflich mit dem Tod von Menschen zu tun und ist auf der anderen Seite in Wiesbaden eine echte Fastnachtsgröße. Aus dem Leichenwagen in die Bütt, diesen Mann, den mussten wir kennenlernen. Uriger kann ein Restaurant überhaupt nicht klingen. Die Oberschweinstiege in Frankfurt, die lässt uns an Gemütlichkeit und vor allem an deftige Speisen denken. Matthias Federau hat dem Traditionsrestaurant jetzt neues Leben und vor allem eine neue Küche eingehaucht und ist zu einem würdigen, wie auch urigen Main-Tower Geheimtipp gemacht. Super lecker sieht das aus. Ja, alles zu diesem Geheimtipp finden Sie auch. Als Ray Garvey vom Supergirl sang, da wusste kaum jemand, dass eine waschechte Hessin gemeint gewesen ist. Ray, der Pop-Rock-Superstar aus Irland, ist in Sachen Heimat seitdem quasi dreigeteilt. Irland steht dabei für seine Wurzeln, Berlin für seine jobliche Heimat und Limburg ist ebenfalls zum echten Zuhause für die sympathische Rockröhre geworden. Sehr schöne Töne begleiten uns rauf auf das Main-Tower-Dach zu meinem lieben Kollegen Wolfgang Klosinski. Wolfgang, wir haben vorhin relativ viel Schnee schon in der Sendung gesehen. Geht es so weiß weiter hier? Ja. Großartiges Thema, das werden wir uns ansehen. Vielen Dank, Wolfgang Klosinski. Und das war Main-Tower für heute. Jetzt kommt Brisant. Die nächsten Nachrichten aus Hessen haben die Kollegen um 19:30 in der Hessenschau. Ich möchte Sie morgen wiedersehen. Punkt 18 Uhr, Main-Tower Weekend nicht vergessen. Ihnen einen sehr schönen Start ins Wochenende und bis dann. Tschüss.